Wir hier in Rosenau, wir produzieren für fast alle Marken der Sifa-Baustoffgruppe. Das heißt Akkurit, Big Mix, Strasser und Tubak. Die Produktpalette besteht aus Betone, aus Putzen, aus Mörtel und aus Kleber. Wir produzieren 90 bis 100.000 Tonnen im Jahr. Der Großteil der produzierten Mengen besteht aus der Putzproduktion. Die Nachhaltigkeit beginnt unmittelbar hinter dem Werksgelände. Dort wird der Sand abgebaut und vorfraktioniert und wird mit Hilfe eines Radladers direkt bei uns im Sandbunker eingelagert. Das ist nicht in jedem Werk der Fall. Das ist der große Standardvorteil, dass wir nahe an der Gewinnung des Hauptrohstoffs unser Werk platziert haben. Nachdem der Sand angeliefert worden ist, geht der Sand in die Trocknung. Die Trocknung wird befeuert, CO2-neutral, mit regenerativen Rohstoffen. Der Sand geht nach der Trocknung über ein Becherwerk nach oben zur Nachfraktionierung. Und diese Sandfraktionen, die wir brauchen, um unsere verschiedenen Produkte nach Rezepturvergaben mischen zu können. Dort oben sind auch noch Sandsilos, Zementsilos, Gipssilos und Additivsilos. Die werden entsprechend der Rezeptur zugegeben in den Mischer. Der Mischer mischt das dann homogen auf. Nach dem Mischen geht das homogen gemischte Material in eine Richtung zur Packmaschine. In der Packmaschine wird das Material in Säcken abgefüllt. Die Säcke werden dann palettiert und eingelagert. So wie es hinter mir zu sehen ist, im Lager. Oder gehen Sie in die andere Richtung, geht es in die lose Bevorratung, in Baustellensilos, Baustellen-LKWs und geht hinaus zum Kunden. Dort wird es verarbeitet nach seinen Bedürfnissen.